herzlich willkommen. Ich stelle heute wieder drei aktuelle Kinofilme vor. Nummer 1 ist absolut durchgeknallt. Nummer 3 absolut schwer erträglich, aber das spricht ja nicht gegen den Film. Und Nummer 2 noch absolut unbekannt, für mich jedenfalls. Nazis auf dem Mond? Das kann uns nicht mehr erschüttern, denn darüber wissen wir längst Bescheid. Das Team der verrückten Finnen um Regisseur Tim Urensola hat uns nämlich im ersten Iron Sky-Film 2012 darüber aufgeklärt. Zumindest die Sonne haben die Nazis bisher in Ruhe gelassen und das ist uns erspart geblieben. Jetzt kommt eine Fortsetzung, in der es, falls das überhaupt möglich ist, noch wahnsinniger zugeht. Die Welt, wie wir sie kannten, ging 2018 unter. Im Krieg zwischen der Erde und den Mondnazis wurde unser Planet nuklear verwüstet. Die letzten überlebenden Menschen fanden Zuflucht auf der dunklen Seite des Mondes. Die vertriebenen Überreste der Menschheit schufen sich ihre neue Heimat in der ehemaligen Nazi-Basis. Der Mondführer? Oh, ich hoffe, es ist nicht, was ich denke. Oh, verdammt, der wollte mich wohl verarschen. Wir erfahren nun zum Beispiel, dass alle großen Diktatoren der Geschichte, von Genghis Khan bis Stalin, aber auch Margaret Thatcher oder US-Präsidentin Sarah Palin, eigentlich unsterbliche Aliens sind, die bereits seit Urzeiten auf der Erde leben und die Menschheit geschaffen haben. Ein weiterer Alien-Kandidat, der sich hier anbieten würde, kommt aber definitiv nicht im Film vor, worüber uns ein eigener Trailer aufklärt. What's the name again? Iron something? Iron Sky, the coming race, Mr. President. And where am I? I can't find myself. Mr. President, you... You didn't make the cut. They don't think you deserve it. Everyone who thinks I shouldn't be in this film, outside the room. Yes, sir. What do you mean I'm not in the movie? I'm just as crazy as that guy and just as nasty as that woman. And I have a much better haircut than this guy. So good. Best hair, actually. Nobody belongs more in this movie than I do. Dieser Film ist also garantiert Trump-free, aber dafür gnadenlos trashig. Zugleich offenbaren die Finnen einen schrägen Sinn für Humor, den man einfach lieben muss und der manchmal direkt grenzgenial ist. Auf große Stars muss man eher verzichten, aber zumindest der exzentrische Udo Kier ist wieder mit dabei und diesmal sogar in einer Doppelrolle. Neben dem bereits bekannten Mond-Nazi-Führer Wolfgang Kurzfleisch spielt er nun auch den einzig echten Adolf Hitler, der natürlich auch ein Alien ist und im Erdinneren lebt. Mich beschäftigt ja schon länger eine Frage. Wie hätte Hitler ohne Bart ausgesehen? Das will ich jetzt herausfinden. Na gut, das macht ihn jetzt aber auch nicht sympathischer. Wir fliegen zum Mittelpunkt der Erde, die angeblich hohl ist, und finden dort hoffentlich die eine Sache, mit der ich meine Mom und im Grunde die ganze Menschheit retten kann. Okay, cool. Kann ich auch mitnehmen. Haupttriebwerke laufen mit voller Kraft. Die Kaffeemaschine ist online. Wow. Der heilige Gral, hä? Huh? Oh, oh. Zeit zum Töten. Was war das? Hitler, der auf einem T-Rex reitet, das Bild wird man so schnell nicht mehr los.
Der Film wurde übrigens wieder großteils mittels Crowdfunding finanziert und die Spezialeffekte können sich tatsächlich sehen lassen. Wenn wir so etwas drehen müssten, dann hätten wir ein so geringes Budget zur Verfügung, dass wir uns höchstens so einen Dino leisten könnten. Ja, schon gut, okay. Ich vergebe dem Film jedenfalls 3,5 von 5 Mondsteinen. Braun gefärbt, selbstverständlich. Und jetzt begrüße ich wieder meinen Kollegen Özgür. Komm. Wir werden uns wieder über einen Film unterhalten, den ich noch nicht gesehen habe. Du hast uns zumindest einmal ein Bild mitgebracht. Können wir uns das mal anschauen? Okay, das sagt ja schon einiges. Der ist ja nicht unbekannt. Und wir lassen jetzt wieder hier die Zeit laufen. 3 Minuten hast du Zeit für dieses Gespräch. Der Film heißt Ein Gauner und Gentleman. Es ist der letzte Film von Robert Redford, der inzwischen 83-jährige Hollywood-Star. Hat sich gut gehalten. Hat sich auf jeden Fall gut gehalten. Spielt da die echte Lebensgeschichte von Forrest Tucker nach. Das ist ein Kleinkrimineller aus den USA, der 18 Mal erfolgreich aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. 12 Mal wurde er erwischt, aber 18 Mal hat er es geschafft. Hat er es geschafft, nicht schlecht. Und das sieht man auch alle 18 Mal, wie er da ausbricht. Nein, der Film fängt an, als er 61 Jahre alt ist, im Jahre 1981. Da bricht er noch einmal aus und direkt nach dem Gefängnisausbruch führt ihn schon in die nächste Bank und verübt seinen nächsten Banküberfall. Das heißt, der hat nur Banküberfälle gemacht in seinem ganzen Leben. Das war seine Spezialität. Genau. Und die Sache ist, bei den Banküberfällen geht er immer sehr freundlich vor, wie ein Gentleman. Alle Opfer von ihm sagen, er war sehr freundlich, er hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Und er verwendet dabei nie seine Waffe, sondern immer nur sein Lächeln. Und diese falsche Waffe vielleicht. Genau, das ist die einzige Waffe, die er in diesem Film wirklich zieht. Und er schließt auch mit dieser Figur auch ein bisschen mit den Rollen, die er, als er jünger war, in Hollywood verkörpert hat, wie The Sundance Kid in Butch Cassidy and The Sundance Kid oder in Der Clue. Und das ist ein schönes Ende für eine ganz tolle Karriere von Robert Redford. Das klingt ja sehr vielversprechend. Das heißt, das ist auch so eine Art Neo-Western, kann man das sagen? Western eher nicht, das ist eine Kriminalkomödie. Die großartig gespielt ist von Robert Redford, der von Casey Affleck gejagt wird. Ein unerfolgreicher Polizist, der beim Banküberfall von Redford dabei ist und der ihm vor der Nase entgeht. Und dann beschließt er für den Rest seines Lebens Robert Redford, Forrest Tucker zu jagen, der von Robert Redford gespielt wird. Ja. Und es entsteht eine großartige Katz-und-Maus-Jagd, die sehr an Catch Me If You Can erinnert. Und du verrätst jetzt nicht, ob er dann wirklich geschnappt wird am Schluss? Das verrate ich nicht, aber so viel kann man verraten, dass sich die beiden auf jeden Fall tief in die Augen sehen und ein interessanter Moment zwischen ihnen steht. Also sie kommen einander näher. Genau. Und hast du dich jetzt auch informiert, schlau gemacht, über inwiefern das wirklich jetzt der Realität entspricht? Dieser Tucker, der heißt wirklich so und der hat wirklich gelebt. Lebt er auch noch? Der ist Anfang 2004 gestorben. Mhm. Und die Geschichte basiert auf einem Artikel aus dem Jahre 2003 vom New Yorker und ist wirklich auf die Lebensgeschichte von Forrest Tucker geschrieben. Und auch wenn die Geschichte unglaublich klingen mag, sie soll wirklich wahr sein. So wird zumindest die ganze Zeit behauptet. Und wann spielt das Ganze? In den 90ern? 1981 spielt die Geschichte und führt uns quer durch die USA, wie Casey Affleck Robert Redford verfolgt. Und man bekommt auch einen schönen Einblick vom ganzen Land zu der Zeit. Das also wieder mal auch ein kriminelles Roadmovie. Genau. Klingt sehr, wirklich sehr vielversprechend. Und die Regie hat diesmal David Lowery geführt, der eine komplett breit gefächerte Karriere schon hat mit einem Disney-Animationsfilm und A Ghost Story. Das ist ein ganz kleiner Indie-Arthouse-Film, den er nur in einem Haus gedreht hat. Und Robert Redford hat das so sehr gefallen, dass er ihn extra dafür ausgewählt hat, bei seinem letzten Film Regie zu führen. Und ist auch in Sundance gelaufen, dieser Film? Natürlich. Robert Redford hat natürlich das Sundance Film Festival. Da hat er Heimvorteil gehabt. Gut, genau. Es ist wieder mal vorbei. Ich danke dir schön. Du hast uns ja sicher auch noch einen Trailer Ausschnitt zu diesem Film mitgebracht und den schauen wir uns jetzt an. Hallo, entschuldigen Sie. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Nein, ich komme schon klar. Lassen Sie mich mal sehen. Kennen Sie sich etwa mit Autos aus? Nein, eigentlich nicht. Was sagten Sie vorhin, womit Sie Ihr Geld verdienen? Gut, lassen Sie uns diesen Laden nehmen. Sagen wir, das wäre eine Bank und dieser Tresen da, das wäre ein Bankschalter mit so einer Scheibe. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig. Du gehst auf sie zu, du siehst ihr in die Augen und sagst, Man, das hier ist ein Überfall. Du zeigst ihr die Pistole und sagst, ich will nicht, dass sie verletzt werden, denn ich mag sie sogar sehr. Also brechen Sie mir nicht das Herz, okay? Ich glaube Ihnen kein Wort. Entschuldigung, Sir, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Sehr schön. Und an welche Art von Konto dachten Sie dabei? An diese Art. An diese Art.
Sie sagten, er war bewaffnet? Er hatte eine Knarre. Sie haben sie gesehen? Ja, und irgendwie war er auch ein Gentleman. Ja, er war sehr höflich. Er schien irgendwie recht nett zu sein. Sieh sich das einer an. Lächelt er etwa? In 5 Bundesstaaten. 93 Überfälle. In 2 Jahren. Versuch sie zu erwischen. Ja, wir lieben gern selbst die Handschellen zuschnappen lassen. Ich hoffe, ich werde die Chance dazu bekommen. Another town. Er verbrachte sein ganzes Leben hinter Gitter, außer in den Zeiten, in denen er ausgebrochen war. Jemand hätte ihm raten sollen, rechtzeitig aufzuhören. Wenn man was gefunden hat, was man liebt. Jedes Mal, wenn sich eine Tür hinter mir schließt, denke ich, war dies meine letzte Chance, dies und das oder was auch immer zu machen? Wissen Sie, was ich mache, wenn die Tür zuschlägt? Ich springe aus dem Fenster. Living is a gamble, baby. Loving's much the same. Ich weiß noch, wie ich mal mit ihm zusammensaß und sagte, in ihrer Lage gäbe es doch einen leichteren Weg, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er sagte, Kumpel, hierbei geht es doch nicht darum, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mir geht es einfach nur ums Leben. Are all the same. Freddie Quinn liegt in der Luft und wenn man sich den Trailer zu Fatih Akins neuem Film so anschaut, könnte man glauben, es handle sich um eine harmlose Komödie über ein paar schrullige Typen und ihr Lieblingslokal im Hamburg der frühen 70er Jahre. Aber da gibt es auch noch einen ganz speziellen Gast namens Honka. Also der Typ mit dem Sauerkostüm geht mir jetzt schon langsam auf die Nerven. Ich glaube, da muss ich was unternehmen. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Ich frag die Dame, ob sie was trinken möchte. Nee, der ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Was stinkt denn da so? Bin ich schon wieder dran? Es ist gar nicht so einfach, eine Blutorange zu schälen. Fritz Honka, der Name wird vermutlich älteren Hamburgern oder Kennern der Kriminalgeschichte etwas sagen. Der Mann mit dem deformierten Gesicht war nämlich ein Serienkiller, der in seinem Stammlokal zum goldenen Handschuh meist obdachlose und alkoholkranke Frauen aufgelesen, zu sich nach Hause genommen und dann umgebracht hat. Da ihm die Leichen zum Abtransport zu schwer waren, hat er sie zerstückelt, in der Wohnung versteckt und jahrelang daneben weitergelebt. Akins Film liegt der preisgekrönte Tatsachenroman von Heinz Strunk zugrunde. Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Weißt du aber noch was auszusetzen? Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau 3 Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn man nichts los ist, dass was passiert. Denk auch an morgen. Denk auch an mich. Damit keine Obstflecken bleiben. Wie wir gerade gesehen haben, wird eines der potenziellen Opfer durch die Wienerin Margarete Thiesel verkörpert, die uns ja spätestens seit Ulrich Seidels Paradies Liebe ein Begriff ist. Akins Werk könnte man als True Crime Horror bezeichnen. Er hat sich jedoch nicht an amerikanischen Slasher-Filmen orientiert, sondern nennt als Vorbilder Ulrich Seidel und Michael Haneke. Honkas Dachkammer wurde detailgetreu nachgebaut, wodurch eine sehr beklemmende Atmosphäre entsteht. Der Regisseur wertet nicht, er zeigt einfach, was passiert. Und man hat nicht nur mit den Opfern, sondern auch mit dem Mörder Mitleid.
Der Naturalismus geht hier manchmal so hart an die Schmerzgrenze, dass man es kaum verträgt. Und man versteht, warum am Set immer eine Psychologin anwesend war, nämlich um die Schauspieler und Schauspielerinnen im Bedarfsfall zu unterstützen. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Ein bisschen rau, aber stark. Extrem, aber sehenswert. Eine Mischung aus Fassbinder, Hitchcock und Glöckner von Notre Dame. Ich vergebe für Der goldene Handschuh 4 von 5 blutgefüllten Bierkrügen. Und was lernen wir daraus? Lasst niemals Dinge daheim herumliegen, die nicht dorthin gehören. So. Das war's jetzt für diesmal wieder und ich verabschiede mich bis in 2 Wochen. Und jetzt werde ich weit, weit, weit hinausfahren in die Natur, wo es möglichst einsam ist und wo mich niemand stören kann.